Freunde, Walk and Talk. So nennt man es, wenn Filme und Serien die Zeit zwischen zwei Handlungspunkten dafür nutzt, um Charaktere aufzubauen oder die Handlung zu vertiefen. Do you mind if I talk to you while we walk? Can you walk while you talk? I can walk and talk. Walk and Talk. So nennt man in Videospielen auch ein Untergenre, in dem man gewissermaßen eigentlich nicht wirklich irgendwas anderes macht. Aber reicht es in Games einfach nur zu reden? In anderen Situationen ist das ja auch eher weniger wünschenswert. Um das herauszufinden, habe ich drei solcher Spiele durchgespielt und jetzt gerade ein Flashback! Anfang des Jahres konnte man sich Oxenfree für satte 99 Cent herunterladen. Das ist viel weniger als ein einziger Euro. Ich hatte keine Ahnung, wovon es handelt, aber irgendeine Gaming-Website hat es angepriesen und für den Preis viel weniger als ein Eins hab ich ihr bedingungslos geglaubt. Alex nimmt die letzte Fähre hinüber nach Edwards Island, um dort mit anderen Teenagern durchs Wochenende zu feiern. Außerhalb der Werktage sind sie die einzigen Menschen auf der unbewohnten Insel und können richtig die Sau rauslassen. Oder halt Geister. Gerüchten folgend suchen die Freunde in einer Strandhöhle, nämlich nach einer Radiofrequenz, um Kontakt mit denen aufzubauen. Stattdessen öffnen sie so aber scheinbar ein Portal zu einer anderen Welt, das unerklärliche und gefährliche Ereignisse in ihrer Realität auslöst. Oxenfree ist der Debüttitel der Entwickler von Night School Studio und ihre Vision vom Spiel war Walk and Talk so buchstäblich wie möglich umzusetzen. Man hatte eine Geschichte zu erzählen, wollte es aber aus Prinzip anders machen als andere storylastige Games, die entweder sehr festgefahrene Handlungsstränge mitbringen oder die Dialoge primär auf Zwischensequenzen konzentrieren. Also finden die Dialoge ganz natürlich im normalen Spielverlauf statt, während man umherläuft und die Insel erkundet. Ständig poppen bunte Sprechblasen über Alex Kopf auf, die die auswählbaren Dialogoptionen darstellen. Damit kann man jederzeit in die durchgängigen Dialoge einsteigen, den anderen Charakteren bis zum Ende zuhören, sie unterbrechen oder sie ignorieren. Und selbstverständlich hat die eigene Wahl Auswirkungen auf die Beziehung, die Handlung und führt zu einem von rund einem halben Dutzend unterschiedlichen Enden. Aber auch Oxenfree setzt nicht zu 100% auf Walk and Talk, sondern hat ein paar minispielartige Rätsel eingebaut, in denen man zum Beispiel richtige Radiofrequenzen finden muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Videospiele haben ganz generell bei mir inzwischen die Erwartungshaltung Action aufgebaut. Selbst Spiele, die eine ambitionierte Geschichte mit vielen Charakteren erzählen möchte, haben so viel Action und so lange Wege zwischen den Dialogen, dass man die eigentliche Story zwischendrin glatt vergessen könnte. Oder man versucht den Dialog in die heftigste Action zu packen, dass man während Schießereien und Verfolgungsjagden genug Gehirnkapazität übrig hat, um den gesprochenen Ghetto-Slang zu verarbeiten. Oder man verzichtet halt gleich auf die Geschichte und macht nur Action. Walk-and-Talk-Spiele sind da doch etwas Besonderes und wenn man nicht mit diesem Erzähltempo rechnet, kann es sicherlich befremdlich wirken. Aber gerade diese seltene Entschleunigung macht das Genre so besonders für mich und zieht mich immer wieder zu sich. Einfach, um runterzukommen. Road 96 ist ein noch recht aktueller Titel und auch hier wird das Spiel von der Geschichte getragen. Das Besondere in diesem Fall, der Protagonist ist vollkommen irrelevant. Deshalb gibt es auch mehrere davon und keinen von ihnen bekommt man jemals zu Gesicht. Das Land Petria leidet unter einer strengen Diktatur. Noch. Wahlen stehen bevor und das Machtverhältnis könnte kippen, denn gerade die jüngeren Generationen verlangen nach einer drastischen Veränderung. Deshalb stehen sie aber auch im Fadenkreuz des aktuellen Regimes, werden aus fadenscheinigen Gründen festgenommen und in Arbeitslager verfrachtet, die sie nie wieder lebend verlassen. Die Teenager, die sich davon nicht abschrecken lassen, versuchen entweder die Wahl zu beeinflussen oder das Land an den geschlossenen Grenzen vorbei zu verlassen. Beides lebensgefährliche Wege, die wir mit unseren gesichtslosen Trampern nach Belieben beschreiten können. Ausgestattet mit variierenden Magen- und Brieftascheninhalt ist das vorrangige Ziel, jedes Mal die Grenze zu erreichen, durchzogen von diversen Zwischenstopps, bei denen man auf die identischen 7 Nebencharaktere trifft, die die eigentlichen Protagonisten sind. Während man sie kennenlernt, beeinflusst oder sich von ihnen beeinflussen lässt, muss man sein Überleben und das Vorankommen sichern. Man benötigt Nahrung, um die Strapazen der Straße zu bewältigen und nicht ausgehungert im Straßengraben zu verenden. Und Geld, um energiesparende Fortbewegungsmittel nutzen zu können. Doch jede Entscheidung, so bedeutungsarm sie auch erscheinen mag, kann die letzte sein, wenn sie einem in die Arme der korrupten Polizei oder eines labilen Psychokillers treibt. Und selbst wenn man es bis zur Grenze schafft, ist die Überquerung auf einem der zahlreichen möglichen Wege ein Spiel mit dem Feuer, wenn man nicht ausreichend gewappnet ist.
Neben der politischen Geschichte des Landes möchte das Spiel das Leben der wiederkehrenden Nebencharaktere beleuchten und macht das auf eine sehr interessante Art und Weise. Die gesamte Geschichte einer Figur setzt sich nämlich erst über sämtliche Treffen mit ihr, verteilt auf mehrere der kurzen Spieldurchläufe zusammen und durch ihre Querverbindungen zu anderen Charakteren. Wie zufällig trifft man sie unterwegs in einem Hotel, einer verlassenen Tankstelle, mitten im Wald oder wenn man beschließt, für den nächsten Abschnitt einfach mal den Bus zu nehmen. Man widmet sich diesem Genre wohl nur, wenn man auch eine Geschichte zu erzählen hat. Oder wenn man richtig schlecht programmieren kann und kein richtiges Gameplay auf die Kette kriegt. Die Frage ist nun aber natürlich, ob wir inzwischen so auf das spielerische Gegenteil getrimmt sind, dass wir ein derartiges Erlebnis von Beginn an verdammen. Schließlich sind solche Videospiele ja auch immer noch die Ausnahme und nicht die Regel. Ebenfalls von Night School Studio griffen die Entwickler das Erfolgskonzept von Oxenfree erneut auf und veröffentlichten Afterparty. Die besten Freunde Milo und Lola landen in der Hölle, nachdem sie offenkundig beide gestorben sind. Keiner von ihnen kann sich mehr daran erinnern, wie das vonstatten gegangen sein soll oder was sie verbrochen haben, um in dieser feurigen Abteilung der Unterwelt zu landen. Einig sind sie sich aber darüber, dass sie nicht dorthin gehören und schnellstmöglich wieder verschwinden müssen. Und wie es der Zufall so will, scheint es tatsächlich eine Möglichkeit zu geben. Wer Partykönig Satan unter den Tisch saufen kann, bekommt einen Freifahrtschein zurück ins Diesseits. Hey, die beiden waren auf dem College, mit Alkohol kennen sie sich aus. Doch nicht einfach jeder erhält Einlass in Luzifers Partyhochburg. Die beiden Freunde müssen zunächst einige Gefälligkeiten in den Zirkeln der Hölle erledigen, um ihrerseits einen Gefallen gut zu haben. Und das alles am besten noch in dieser ersten Nacht, bevor am Morgen ihre Höllenfolter starten soll. Die perfekte Gelegenheit, nicht nur eine Reihe von quirligen Bewohnern der Unterwelt näher kennenzulernen, sondern auch die langjährige und nicht immer völlig gesunde Beziehung zwischeneinander genauer zu beleuchten. Wenn man das biblische Konzept der Hölle in eine düster lustige Version einer College-Stadt verwandelt, ergeben sich selbstredend Gameplay-Ergänzungen in Form von, na, kommt ihr selber drauf? Genau, Trinkspielen. Einige davon sind sogar entscheidend dafür, mit welchem Ende man sich abfinden muss. All diese Games wollen trotzdem einen oder anderen spielerischen Ausreißer unterm Strich doch eigentlich nur eins: Reden. Sie wollen ihre Charaktere präsentieren, ihnen Tiefe verleihen und eine Geschichte erzählen, die meist ganz ohne Schießereien, Explosionen und sonstige Action auskommt. Sie sind wie ein interaktiver Film, aber anders als in einem Metal Gear Solid oder einem Final Fantasy mit den umfangreichen Geschichten, die in ausufernden Zwischensequenzen erzählt werden, bei denen man getrost den Controller für ein paar Minuten zur Seite legen kann, bleibt man hier als Spieler am Ball. Und auch wenn man nicht so viel machen kann wie in anderen mainstreamigeren Spielen, kann man unterm Strich doch eigentlich viel mehr machen als in denen. Man kann sein gesamtes Erlebnis beeinflussen, einfühlsam, abweisend oder gleichgültig sein und im Umkehrschluss mit den daraus erwachsenen Konsequenzen leben. Und vielleicht sogar nach dem Spielen eine Weile darüber sinnieren, ob denn alle getroffenen Entscheidungen auch wirklich die richtigen waren. Und ob man ganz persönlich vielleicht doch hinter einem ganz anderen Weg stehen würde. Ich weiß eine gute Schießerei oder Verfolgungsjagd zu schätzen, aber gerade nach diesen innovativen Erlebnissen bin ich auch wirklich dankbar für die Abwechslung, die einem das Walk-and-Talk-Genre beschert. Es fordert weder unsere Fingergeschicklichkeit mit seinem Gameplay heraus, noch unser Hirn mit kniffligen Point-and-Click-Rätseln. Das Einzige, das man einbringen muss, sind Emotionen. Die teilweise schnell zu treffenden Dialogoptionen geschehen meistens aus dem Bauch heraus. Und die Reaktion der Charaktere sowie das erreichte Ende halten uns in vielen Belangen den Spiegel vor. Und hinterlassen damit nicht selten eine Erfahrung mit deutlich mehr Nachdruck und Wirkung als unser typischer Topseller AAA-Titel. Oder was meint ihr?